sind heute unterwegs in der wunderschönen Hamburger Innenstadt bei wunderschönem Wetter und schauen uns den neuen Fashion Connect Store von DK 2019 Maker Bon Prix an. Da wird quasi die Brücke zwischen On- und Offline-Welt geschlagen und wie das funktioniert und wie das alles so aussieht und was da überhaupt das Einkaufserlebnis 2.0 sein soll, das schauen wir uns jetzt mal an. Christian, was ist das Besondere an diesem Store hier? Was gibt es hier, was es anderswo nicht gibt? Ja, der Store hier auf den Namen Fashion Connect getauft ist ein Pilot Store und wir haben hier ein Konzept etabliert, welches radikal lernfähig ist, wo tatsächlich das hier in der Form des Pilot Stores der erste Start ist in eine Weiterentwicklung. Wie kann man sich das vorstellen? Also was genau passiert da in der App zum Beispiel, wenn ich einkaufe? Wie funktioniert das Einkaufen hier? Im Prinzip ist das wie so ein kleiner begehbarer Online-Shop, was wir hier geschaffen haben. Man meldet sich an, wenn man möchte, oder man bekommt von den Store-Mitarbeitern hier ein Leihgerät, mit dem ich mich durch diesen Store bewegen kann. Wir haben digitale Preislabels, die scannt man dann ab. Und dann kann ich eine Größe mir aussuchen, die mir dann in die Kabine liefern lassen, um dann danach auszuwählen und oben entweder über die App zu bezahlen oder ganz klassisch an der Kasse. Store gibt es jetzt ja seit Mitte Februar 2019. Wie ist bisher das Feedback von Kunden? Wie nehmen Sie das an, das Angebot? Das Angebot wird sehr, sehr gut angenommen. Besonders schön ist, wir haben auch während der Entwicklungszeit viele Tests und Proben durchgeführt in verschiedensten Iterationen und es wird halt auch bestätigt, dass das, was wir vorher ja, sozusagen im Prototypen entwickelt haben. Das macht uns sehr, sehr stolz. Und das Einkaufserlebnis wird schneller, bequemer, ein Stück weit auch flexibler hier. Bedeutet das das Gleiche auch für die Umsetzung von Feedback? Also wenn Kunden jetzt quasi ein Feedback an euch richten, wie schnell könnt ihr das umsetzen? Wir können relativ schnell auch neue Features zum Beispiel, wenn wir Erkenntnisse sammeln, dass zum Beispiel in den Screens, in den Kabinen was geändert werden muss oder halt an der App-Interaktion, an dem User-Interface, dann kann das jederzeit geändert werden. Und durch die Interviews, die wir hier führen, fragen wir auch explizit nach, was für ein bisschen, was ist gut, was ist schlecht und versuchen da dann weiter zu optimieren. Ja, das klingt doch alles sehr spannend. Ich kann euch allen nur empfehlen, kommt mal vorbei, schaut euch das mal an. Oder ihr kommt zum Digital Kindergarten. Da wird Christian nämlich auch auf der Speakerbühne einen Vortrag zum Thema halten und das Konzept Fashion Connect auch nochmal vorstellen. Also wer noch kein Ticket hat, www.digitalkindergarten.de ist die richtige Adresse.